Hallihallo und willkommen zu einem neuen Video. Der Kritik der letzten Videos angenommen, bekommt ihr ab jetzt einen schönen, entspannten Hintergrund. Und heute möchte ich euch ein kleines Maokai, ja, Bild vorstellen. Ich werde mir hier als Beispiel den guten Tiger nehmen, einen Supportspieler in der OPL, also der Oceanic. Und der spammt Maokai jetzt schon ganz gut, zuvor der Rakan gespielt, also eigentlich genau mein Typ. Maokai Support hier auf AP. Ich wünsche euch viel Spaß. Beginnen wollen wir das nächste Mal mit der Frage, warum könnte jetzt der Maokai-Support so stark sein? Was berechtigt ein Maokai überhaupt dazu, supportet zu werden? Der Grund dafür liegt in den Änderungen während des Tank-Updates in der Mid-Season. Und zwar wurden ja einige, sag ich jetzt mal, Scalings umgeschiftet. Zum Beispiel der prozentuale Schaden von der W-Fähigkeit ist nun in das E in die Saplinge gewandert. Und das ist eben eigentlich einer der Hauptgründe, warum jetzt Maokai-Support gut ist. Der prozentuale Schaden geht hier vom Basiswert hier, also der Basiswert beträgt das maximale Leben des Ziels von 6 bis 8% je nachdem, welche Skillstufe man hat. Plus weitere 2% pro 100 AP. Und das heißt dann eigentlich auch, gut, wenn wir jetzt den Maokai auf AP bauen, sagen wir, er hat 200, er hat 300 AP, dann macht er bis zu 10 bis 15% prozentualen Schaden am Ziel. Und das ist natürlich enorm gut. Doch auch seine weiteren Fähigkeiten sind mit CC vollgepackt, sei es jetzt die W-Fähigkeit mit einem Root, das Q mit einem immensen Slow von 99%, zwar nur für 0,25 Sekunden, aber was soll's, es ist ein sehr starker Slow, der sich fast wie ein Stun anfühlt, und natürlich die Ulti, die eine komplette Lane lahmlegen kann, wenn man denn in einem Teamfight ist. Gerade in Teamfights ist natürlich diese Ulti perfekt. Was die Runen und Masteries angeht, geht man bei den Runen für gewöhnlich eher so diesen Tank-AP-Poke-Build. Also man nimmt Magie-Penetration mit, man nimmt vielleicht ein bisschen AP mit, man nimmt aber auf jeden Fall auch ein bisschen Magieresistenz, Leben per Level, Rüstung mit. Also so einen kleinen Mix, damit man sowohl im Kampf bleiben kann und das alles ein bisschen überlebt, als aber auch sehr viel Schaden machen kann. Magie-Durchdringung, die wir hier sehen, die wird dann noch später im Item-Build wertvoll. Und auch was die Masteries angeht, geht man eigentlich komplett offensiv und komplett retarded. Man nimmt alles mit, was Damage macht, den Cunning Tree komplett runter. Greenfather's Gift wurde hier bei Tigern ganz gerne mal noch mitgenommen. Kann man nehmen, wie man möchte. Die Reihe ist ja immer recht offen. Dann hier weitere Magie-Durchdringung, Thunderlord und die übrigen Punkte in Ferocity und dort auch wieder alles ran an Damage, was geht. Hier sogar mit Double-Edged Sword, das heißt 3% mehr Schaden. Wenn wir uns die Skill-Order anschauen, dann merken wir, das E wird favorisiert. Und dafür gibt es mehrere Gründe. Springen wir nochmal kurz zurück. Was legitimiert die E-Fähigkeit zum First Skill? Nun gut, wir bekommen ja unsere Saplinge. Wenn wir die irgendwo hinwerfen, dann bekommen wir Sicht. Punkt Nummer 1. Wir bekommen hier normalerweise Sicht für 30 Sekunden. Wenn wir aber das Ganze hochskillen, bekommen wir nochmal extra 40 Sekunden obendrauf. Eine Minute 10, die wir insgesamt Saplings irgendwo hinwerfen können, um dort Sicht zu generieren, ist enorm stark. Wenn jetzt wir diesen Sapling auch noch in einen Busch werfen, dann macht dieser praktisch doppelten Schaden. Das heißt, dieser Sapling läuft an den Gegner ran, macht seinen normalen magischen Schaden von 145 plus 8% plus, je nachdem wie viel AP man hat, und dann macht er diesen Schaden nochmal, wenn er aus Büschen heraus angreift. Also möchte man hier im Endeffekt über sehr viel prozentualen Schaden gehen, man möchte über Kontrolle gehen bei einem Maokai und man möchte das Ganze hier über viel Schaden regeln. Als zweite Fähigkeit nimmt man dann für gewöhnlich die W-Fähigkeit hoch. Da hat man halt einfach nur diesen Bonus, dass man die Root-Dauer von einer Sekunde auf 1,5 erhöht. Es ist nur nett, ja, aber es ist ein weiterer CC, den Maokai eben mitbringt, beziehungsweise den man über Skillung hochbringen kann. Item-Build und Summoners sind sehr offensiv gewählt. Es muss ja einmal alles in irgendeine Linie passen und Maokai wurde halt schon von Hunde und Mastery sehr offensiv gespielt. Und jetzt nehmen wir hier auch noch Ignite mit. Wir wollen ein Killer sein. Das heißt, wir gehen über das blaue Support-Item, den Zauberdieb, versuchen damit so viel wie möglich zu poken. Normalerweise bekommt man 2 Aufladungen mit einem Sapling durch. Dann geht man weiter über die Zaubererschuhe, geht auf die Maske, hat damit jetzt schon wieder eine Magiedurchdringung von ungefähr 40 im Spiel und hat damit, wenn man das Ganze schnell erreicht, einen Magieresistenzwert der Gegner von etwa 0. Dann baut man die Maske noch ein klein bisschen weiter aus, denn wenn die Gegner relativ wenig Magieresistenz haben, bringt natürlich der prozentuale Schaden von Leandris Torment noch ein klein bisschen mehr, denn Leandris Torment hat auch diesen Doppelschadeneffekt. Wenn jetzt ein Gegner getroffen wird und dadurch geslowt wird, dann bekommt ihr hier doppelten Brandschaden und dadurch, dass die Magieresistenz der Gegner auch noch so gering ist, macht es halt einfach ultra viel Sinn, hier enorm viel auf Durchdringung zu gehen und enorm viel auf prozentualen magischen Schaden.
Weil man leider aber nicht immer das Vergnügen hat, dass man über ja, viele Büsche arbeiten kann, damit die Saplinge viel Schaden machen, geht man dann noch auf Morellonomicon, geht vielleicht noch auf ein klein bisschen mehr Cooldown Reduction, eventuell im späten Late Game noch ein Void Stuff, damit man den magischen Schaden noch ein klein bisschen unterstützen kann. Aber man versucht in erster Linie nochmal Cooldown Reduction zu bekommen, um seine Fähigkeiten spammen zu können. Ich persönlich habe in dem einen Spiel noch ein Void Stuff mit ausgepackt und habe dann noch ein Rabadons nachgesetzt, weil ich extrem gefeedet war. Ich werde euch in den nächsten paar Tagen auch noch ein Spiel zeigen, so einfach ein frisch aufgenommenes, damit ihr seht, wie es so läuft. Es ist aber auf jeden Fall viable, es macht super viel Spaß und ist meiner Meinung nach auch ein Rank-tauglich. Gleich das erste Mal da drin ausgepackt, hat wunderbar funktioniert. Und somit hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss, Gemüse!